Ich heiße Svenja Schwarz und bin 24 Jahre alt. Ich bin 13 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Ich war 13 cm groß und wog nur 720 Gramm. Da ich zweisprachig aufgewachsen bin, dachten die Ärzte, dass meine Entwicklungsverzögerungen daran liegen. Doch meine Eltern erkannten sehr früh, dass ich mir viele Dinge nicht merken konnte. Ich habe viele Therapien gemacht. Doch es war ein Glück, dass ich mit 13 nach Brüssel an die International School kam. In der Special Education Klasse habe ich viel Unterstützung bekommen. Die Schule ist ein super Beispiel für Integration, denn ich habe mir im Schulchor gesungen und hatte Musikauftritte und ich fing an für das Schulteam in Cross-Country und Leichtathletik zu laufen. Mit der Schule bin ich auch das erste Mal zu den belgischen Special Olympics gegangen. Vor 3 Jahren zog meine Familie nach Deutschland und ich kannte niemand. Ich fand keinen Job, keine Ausbildung. Ich war so froh, dass ich bei den nationalen deutschen Spielen in München teilnehmen konnte. Dort habe ich Freunde gefunden und konnte wieder mit einem Team in einer Staffel laufen. Ich habe sehr hart trainiert. Ich wohne direkt am Wald und Gypsy kennt den Weg, sonst würde ich mich verirren. Am Wochenende läuft mein Vater mit mir. Unter der Woche trainiere ich seit einem Jahr zweimal bei den TSG Oberursel oder mit meiner Mutter. Mein erstes Ziel habe ich erreicht. Ich wurde für die Europäischen Special Olympics 2014 in Antwerpen nominiert. Es war so schön, wieder mit einem Team zu laufen. Für die Spiele habe ich sehr viel trainiert. Meine Mutter hat mir alle 100 Meter gesagt, ob meine Zeit okay ist, damit ich ein Gefühl für die Zeit bekomme, denn ich merke nicht, ob ich zu schnell oder zu langsam laufe. Doch es hat geklappt. Ich habe 1500 und 3000 gewonnen. In der Staffel haben wir Bronze geholt. Jetzt hoffe ich, es einmal zu den World Games zu schaffen, damit ich mal Konkurrenz habe. Und jetzt freue ich mich darauf, das Gesicht der hessischen Landesspiele zu sein.